Hey, ja, hier ist der Stoppel. Willkommen zurück zu Creed, zur Fortsetzung. Die spielt damit zum nächsten Level. Beim letzten Mal haben wir auf der Tokugawa sind wir nach wie vor die befreundeten Konfigurierten dabei geholfen, die Infizierten zurückzuschlagen. Die haben jetzt alle andere Pläne, womit dieses Level hier beginnt. Deswegen lese ich den Text vor. Zum einen, damit ihr wisst, worum es geht. Ich glaube, dafür ist der tatsächlich auch gedacht. Ja, damit man halt, wenn man länger nicht mehr gespielt hat, direkt am Anfang, wenn man Spieler dann lädt, am Anfang der Mission, weiß, worum geht es überhaupt, weil es ja keine sonstigen Missionsziele gibt. Macht das durchaus Sinn, ne? Es ist den Rebellen gelungen, die Maschinen des Raumschiffes zu starten. Und die Tokugawa bewegt sich nur auf die Grenze des Creed zu. Es ist aber unmöglich, diese in Gegenrichtung zu passieren. Die Kraftfelder werden den ganzen Kreuzer vernichten. Du musst die Maschinen blockieren. Los, beeil dich! Okay, dann machen wir das. Mal gucken. Wo sind wir jetzt hier? In einem Raum. Die sind auch mit unserem Kram. 7 Teile davon. Bis Munition. Gut, eigentlich ist auch maximal, ne? Ist das nicht so maximal? Naja, nee, nicht wirklich, ne? Nee. Das ist ein bisschen blöd, dass jetzt durch die dreiläufige Stromfinte die Maximalmunition, glaube ich, runtergegangen ist auf 5, auf 60. Hier konnte ich vorher 80 haben, ne? Jetzt kann ich hier nur noch 60, nur 60 haben. Ein bisschen blöd. Naja, wir nehmen mal die erstmal, dann auch genug Magazine. Geht's hier weiter? Nein, geht das nicht. Na gut. Dann müssen wir uns weiter hier durchkämpfen. Ah ja, die sehen so ganz gut aus, diese Gänge hier, ne? Aber die hat man mittlerweile oft gesehen. Ach, scheiße. Der hat sich jetzt selbst gesprengt. Okay. Na, so einer. Alle auf einen Haufen? Naja, gut, wenn es so ist. Was war das? Okay, was war das? Keine Ahnung, was es war. Und eine Ampulle haben wir auch, ne? Jetzt haben wir wieder 9. Kann man so eine mal nehmen? Dann kann man das besser aussehen. Höchste Gefahr! Nullraumgeneratoren automatisch ausgelöst! Höchste Gefahr! Nullraumgeneratoren automatisch ausgelöst! Höchste Gefahr! Nullraumgeneratoren automatisch ausgelöst! Ja, so ist das übel. Aber es steht dreimal da, deswegen lese ich dreimal vor. Ja, oh, warte mal, hab was übersehen. Das will ich natürlich nicht. Ich will nichts übersehen. Wenn ich mitnehmen kann, will ich es mitnehmen. Wenn ich es brauchen kann, Granaten brauche ich in der Regel nicht. Deswegen ist das nicht so schlimm. Aber egal. So. Mal gucken. Bup. Matsche. Was denn? Na, wem steht der? Steht auch nicht mehr auf. Hab mal mit der Granate erwischt. Da muss man sich das ganz fest im Kalender, also ganz dick eintragen im Kalender. Also noch einer? Oder war das der einzige? Sektor 3, Central Energy Block. Ich glaube, da müssen wir ruhig hin. Eine Granate? Ja, haben wir auch gesammelt. Hier gibt's nix. Okay.
kommt doch her. Okay. Wart nach. Der ist umgekippt. So. Steht immer noch auf, danke schön. Ist ja gut. Ja, gefährlich hier. Na, noch ein, ne? Noch ein. Okay, der ist hin. Okay. So. Kugeln, Kugeln, Kugeln. Wie sieht's aus? Wo müssen wir hin? Okay, der Schrofitte war gar nicht mal so schlecht. Gehen wir hier lang. Die Tür ist zu. Ja, die Tür wäre auf. Sektor 2, wo ist denn Sektor 1 dann? Na, mal gucken, wo wir hier so hinkommen. Kann man denn hier? Oh! Das sieht doch mal richtig cool aus. Das Spiel hat doch seine schönen Seiten in Sachen Grafik, ja? Muss man mal zugeben. Sieht doch richtig stylisch aus. Ich glaube, hier kommen wir nirgendwo hin eigentlich. Vermute ich mal. Da müssen wir wieder die Tür sein, die zu ist. Eigentlich. Ne, die ist aber auf. Okay. Geh mal hier lang. Wir haben so ein großes Gebiet hier. Nein! Na, was gibt's das denn? Mann. Sektor 1, da wollte ich doch rein. In Sektor 1 wollte ich doch hin. Sollte mal trotzdem kurz uns nochmal regenerieren. Das ist immer besser, wenn man in so einen Raum reingeht. Hohlfinde in der Hand. Speichern und ab die Post. Ja, okay, dann muss ich doch vielleicht die andere nehmen. Ihr Experten!
Na super, ich bin gleich tot, fällt mir gerade auf. Mal so, mal nebenbei erwähnt. Da sollte man vielleicht ein paar mehr nehmen. Da gibt es auch wieder welche. Haben wir Glück. So. Ah. Noch kann noch eine nehmen. Weil ist cool. Gibt's hier? Persönlicher Eintrag. 7. März 2942. Standardjahr. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Der Korpelmann meinte, er habe den leibhaftigen Teufel gesehen und sogar mit ihm gesprochen. Er sagte, dass er aussieht wie eine lebende, wie eine lebende Nebelwolke. Dem Corporal passieren immer so komische Sachen. Ist wohl verrückt geworden. Wenigstens ist mir bis jetzt noch kein Teufel begegnet. Heute Morgen ist der Corporal verschwunden. Hat wohl zu viel von seinem selbstgebrannten Fuselintus. Angeblich hat er das Rezept vom Bärtigen Baby, dem legendären Korsaren-Captain. Und ins infizierte Jahr gegangen. Na, in ein paar Tagen ist er wieder da. Persönlicher Eintrag, 7. März 2942, Standardjahr, selber Tag. Ich habe den Koppel in dem Lüftungsschacht gefunden, wo er seinen Schnaps versteckt hielt. Bin immer dem Geruch nachgegangen. Beinahe kam es mir hoch, als ich sah, was noch von ihm übrig war. So etwas hätten die Infizierten niemals tun können. Ihre Hirne sind so aufgeweicht und vom Virus gesteuert. Der Teufel, oder wer auch immer, hatte den Corporal glatt ausgelutscht und ihm alle Knochen zerbröselt. Ach du Scheiße. Gut, man muss dann dem Spiel zugute halten, dass es ja tatsächlich sehr viel Story bietet. Abseits der eigenen Story. In Textform und so, finde ich sogar ganz cool. Da fährt man wirklich unheimlich viel eigentlich von rundherum des Universums, was sonst so passiert ist. Das ist ja wirklich ganz nett gemacht in Sachen World Design. Häng ich fest. Tja. Ich hänge fest, ich kam nicht weg. Na, scheiße, jetzt bin ich wieder anders. Gerade am Anfang des Raums, ne? Genau. Ja, ist ein bisschen blöd, zu laufen. Ich bin nämlich wieder hier. Ja, ich weiß nicht, obwohl ich hier rein muss. So. Okay. Der Bär vom Batting Baby, genau, das wissen, das ist dasselbe am selben Tag. Wieso macht er zwei Einträge am selben Tag? Ich weiß es nicht so genau. Aber jetzt geht es natürlich uns viel besser, wenn man genau betrachtet. Mal noch einen nehmen. So. Okay. Ich speichere mal hier mal ab. Kommen wir vielleicht hier besser hoch und wieder runter, aber hier war ja nichts, ne? Jetzt kommen wir hier auch weiter. Ich bin da hängen geblieben eben, da konnte ich mich nur aufstehen und ducken, aber nicht mehr springen oder so. Also nicht mehr rausspringen. Naja, haben wir jetzt wieder korrigiert. Kleiner Bug, aber eigentlich mal so schlimm, wenn man nicht. So speichert immer eh verloren im Spiel. Wir wollen ja jetzt Sektor 2, ne? Wo ist Sektor 2? War doch da hinten. Da hinten ist Sektor 2. Ach ne, Sektor 4. Ne, ich will das chronologisch machen. Ich will 1, 2, 3 und 4. Dann muss ich in die Abkürzung. Renne nicht den ganzen Weg jetzt hier entlang. Dann nur zur anderen Seite einfach. Genau da nehme ich hin. Das ist vielleicht auch die Tür, die wir wo reingekommen sind, glaube ich. Aber sieht alles gleich aus hier. Ich weiß es ja auch nicht. So. Da ist Sektor 2. Da ist Sektor 2. Wieder wollen wir nicht Rotflinte lieber nehmen. Ist fast alle. Also muss ich lieber doch die. Ne, da haben wir ein bisschen Munition gesammelt, deswegen. Ja, speichere nochmal ab, weil. Cool. Ja.
So. Okay. Da müssen wir gleich hin. Einmal rum wir hier mal gucken, was hier so ist. Den kann ich nicht benutzen. Da ist, der mit dem ist nix. Hier gibt's wieder zwei Dinger. Kann man so nehmen und einen benutze ich sowieso immer, weil damit ich immer einen aufsammle, falls einer ist, kann vielleicht noch ein zweiter da sein. Dann fällt mir das nämlich auf. Das ist einfach nur kleine Gedächtnishilfe, würde ich sagen. Schlachtschiff Tokugawa. Ein Kontakt mit Burg. Mitten im Jahr 2943 empfingen die Scanner des Schlachtschiffes Tokugawa eine Nachricht, die auf einer privaten Frequenz gesendet wurde. Wir verwendeten dieselbe Frequenz, um den allgemeinen Identifizierungscode zu senden. Nach kurzer Zeit erhielten wir eine Antwort. Wir hatten Kontakt mit einer der ursprünglichen Welten namens Burg. Die Nachricht besagte, dass in Burg die Überlebenden der geheimwissenschaftlichen und militärischen Expeditionen der Legionen wohnten, die zum Krieg entsandt worden waren und dann nicht zurückkehren konnten. Da es keinen Ausweg gab, terraformierten die Legionäre einen der Planetoiden, um annehmbare Lebensbedingungen zu schaffen, und ließen sich dort nieder. Bis 2144 hatten wir ständig Kontakt mit Burg. Nach den Revolten und dem Ausbruch der Epidemie riss die Verbindung dann ab. Aha, das klingt ja nicht so gut. Haben wir jetzt. Also nehmen. Hier mal da reinkrabbeln und kommen wir hier überhaupt hier weiter? Okay, lass es, komm her. Der röchelt ja wie ein Hund, ey. Wurde aber gesagt, die bellen ja wie Hunde, aber die röcheln ja wie Hunde. Wieder einen aufgekriegt. Meine Güte! Und der ist hin. Und kriegt gleich. Ja, da ist er zerfetzt. So. Okay. Wollte jetzt nur noch zu der Kaserne. Oder zu den Baracken, wenn man es. Egal wie man es ausspricht, ich bin fast tot, fällt mir gerade auf. Nur mal so nebenbei. Das ist kein Zustand, den ich gerne mag, deswegen. Jetzt kann ich mal speichern, das ist besser. Hallo? Okay. Geht das wieder hin? Ah, Lüftungsschacht. Geh mal hier lang. Gucken wir hier landen. Der riesige Gang, wo wahrscheinlich nichts hinführt. Ist der tot? Ah, oh, das gibt's ja nicht. Wie treffe ich die diese Typen, Es gibt's ja nicht! Echt, ich baller auf die ganze Zeit drauf und ich sterbe jetzt vor dem. Warum? Mann, wo bin ich jetzt wieder? Ich hab irgendwie gespeichert, glaube ich. Bevor ich in den Brachen rein bin. Ich glaube, hier war ja auch nichts. Ach, echt, zum Kotzen. So. Mann, ganz nochmal, ey. Ich war ja nur ein Gegner und ich hab mit 73 Gesundheit dann keine Chance gehabt. Das ist doch schlecht. Okay, was mit dem passiert?
sieht ja nicht ganz gesund aus. Mal ein bisschen Rüstung gibt es hier. Granaten, die keiner braucht. Noch mehr Rüstung. Und ein Computer, der hoffentlich funktioniert. Für mehr Story, ne? Leider nicht. Da sind eigentlich so gesehen viele Räume auch tatsächlich Quatsch. Weil da kriegst du nur ein bisschen Munition und so. Aber bringt der Story nicht voran oder sonst was. Auch keine besonderen Gegenstände eigentlich. Ja gut, Rüstung ist ja so gesehen was Besonderes, aber eigentlich... Man könnte sich viel Ärger ersparen teilweise, wenn man das... Dann krallen wir mal hier rein, wo wir landen. Wenn ich hier reinkäme... Geht doch. Mal gucken, wo es jetzt hier hingeht. Was ist dem passiert? Vor allem ist der so. Vor allem finde ich so riesengroß. Als wäre aufgebläht. So sieht der aus. Komm mal her. Ich hasse ja diese Fechte, die sehen alle gleich aus. Ah, hier ist auch ein Weg. Weil es ein kommen 50 andere, hä? Hier ist Sackgasse. Okay. Hier gibt es Ventilatoren. Nein, ich habe die Taste gedrückt. Ah! Das ist jetzt ein übler Fail gewesen. Da habe ich die Taste gedrückt. Ah, nochmal das Ganze. Ach. Nee, doch nicht. Naja, da habe ich doch nicht so viel verloren, aber. Oh, was war das denn jetzt für eine dumme Nummer? Ach. Falsche Taste gedrückt. Ja, das passiert natürlich auch mal, ne? So. Ich glaube, das war da. Das heißt, wo konnte man noch anders rum? Ne? Gab es hier noch einen zweiten, ne? War das. Da wollte ich eigentlich eben noch hin oder wollte ich speichern eigentlich. Wo war ich jetzt hier? Genau, das war der, wo ich eben war. Ich wollte nochmal zurück gucken, wo er anders hingeht. Gucken, wo das hier hinführt. In Sackgasse. Achso, kein Brimborium drum machen. Okay. Erwischt. So, hier auch eine Sackgasse. Ich vermute da hinten auch. Wo war ich hier eben? War ich hier nicht irgendwie eben? Jetzt habe ich richtig die Taste erwischt. es ist noch nicht ganz blöd gelaufen. Falsche Taste drücke ich. Ja, weil es kann. Na. Das ist ja das Problem bei Quicksave, wenn sowas passiert. Aber mir ist mal passiert, wo ich eigentlich laden wollte, habe ich gespeichert. Bei anderen Spielen. Das ist auch nicht so angenehm. Sag jetzt nicht weiter. Das ist auch nicht so angenehm, wenn man ehrlich sein möchte. Also. Was ist auch passiert? Also dann hängen ja plötzlich in so einem Quicksave drin, kann man nicht mehr weg. Könnte man quasi nochmal von vorne anfangen. Das Level. Das passiert auch. Wenn ein Tweet direkt nebeneinander ist, ist es natürlich ein Risiko. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Das ist jetzt dieser Raum. Da waren wir ja fertig, ne? Ja gut, dann können wir weitermachen mit. Nee, war noch gar nicht fertig. War noch so fertig? Nee, andere Seite. In einem anderen Raum, stimmt ja. Hier noch weiter da. Wir sind jetzt hier drin gewesen. Hier geht's ja noch weiter. Ich hab mich dran erinnert. Das ist ja auch Wahnsinn. Ampullen. Hier gibt's wieder eine Ampulle für mich.
oder? Noch mehr Ampullen. Die brauche ich jetzt tatsächlich gar nicht. Jede Menge Ampullen hier. Hier sind keine Gegner. Wo geht's hier hin? Reaktorblock 2? Okay, dann muss ich wahrscheinlich nochmal zu Sektor 3 und 4. Da gibt es wahrscheinlich den nächsten. Mal gucken, wo das hier hinführt. Guck, was beim Reaktorblock 2 so los ist. Ah, ich glaube, das geht in die Richtung weiter. Ja. Ah! Habe ich hier jede Menge Dingens geballert, aber der war tot. Der kippt um. Da ist nur einer. Ja. Ja, gut, dass wir unten noch welche haben. Die brauchen wir vielleicht gleich wieder. Ich hab dich. Ich hab dich endlich klein gekriegt. Und dich auch. Nein, doch. Okay. Menge Türen. Ah. Okay, wie sieht's aus mit der Schrumpfte mittlerweile? Hab die wieder ein bisschen aufgeladen. Ist voll. Na gut, wenn man. Der lebt ja noch! Und die kriegen voll die Schrumpfte ab und das stört die gar nicht. Ich finde das aber voll krass, ey. Wir haben auch fette Waffen jetzt mittlerweile. Wir haben fette Waffen mittlerweile hier. Die nehme ich auch. Achtung! Verstoß gegen das Sicherheitssystem des Maschinenreaktors. Achtung! Verstoß gegen das Sicherheitssystem des Maschinenreaktors. Achtung! Verstoß gegen das Sicherheitssystem des Maschinenreaktors. Ja, schön für das Sicherheitssystem des Maschinenreaktors. Noch so ein Scheißraum, ey. Wie viele Räume gibt's denn hier? Blöde Frage. Unendlich viele. Man muss ja einen ganzen Kreuzer ja ausfüllen mit Räumen. Reaktor 2. Okay, Reaktor 2. Gibt's auch noch Reaktor 1? Gibt's auch noch. Ja, mal gucken, wo wir den finden, ne? Ich glaube, das war's mit Reaktor 2. Hier ist sonst nichts, nur riesige. Damit die Dimension des Schiffes klar zu erkunden sind. So ein riesiges Schiff muss ja eine unfassbar lange große Crew haben. Eigentlich. Oder nicht? Gut, ihr ballert ja auch schon hunderte nieder hier, so ist ja auch nicht, aber. Ja gut, wir sind so fertig damit. Wir müssen ja also weitermachen mit dem Reaktor 1 oder 3 oder wie viel immer es gibt. Ich weiß nicht, wie viel es gibt, keine Ahnung. Da gibt es ja nur zwei Reaktoren. Vielleicht gibt es auch drei oder vier. Es gibt ja vier Sektoren. Vielleicht auch drei Sektoren, drei Generatoren, drei Reaktoren. Naja, warum nicht? So. Was haben wir jetzt hier verbraucht? Ah, gar nicht so viel. Noch betrachtet. Haben wir wieder welche? Da waren auch noch welche, ne?
glaube nicht, dass ich nochmal vorbeikomme. Wegen verbrenne ich die Baller die auch noch. Haben wir jetzt wieder 10 und sind voll mit Energie. Wir ballern uns hier durch und sind jetzt fast auf 100 jeweils. Coole Sache. Munition haben wir auch genug. 10 Magazine. Aber komisch, dass es jetzt hier 10 Magazine gibt. Bei anderen Waffen kann man nur 2 nehmen. Hier wieder 10. Oder mehr als 10 sogar. So, jetzt sind wir hier fertig mit Sektor 2. Haben wir alles abgegrast, was das angeht. Jetzt geht weiter mit Sektor 3, ne? Wo ist Sektor 3 da hinten, vermute ich. Was ist Sektor 1? Wir werden es gleich sehen. Wir müssen den Sektor 3 erreichen. Hier Sektor 1. Ach, jetzt Richtung. Bunny Hopping. Das hat auch nicht viel gebracht. Naja, egal. Hui. Hä? Sektor 2. Das ist der Ausgang? Das muss ja hinter Sektor 3 sein. Da hinten. Muss das Sektor 3 sein, ne? Sektor 4? Hä? Okay. Wo ist der Sektor 3? Ist das neben 1? Ja, hier war ich schon. Es gibt kein Sektor 3 hier. Ja gut, hier hat Sektor 4. Wo ist 3? Wo denn? Da. Nein! Kann ich doch grad so! Aus der Weg, ey. Das war jetzt voll Rambo-mäßig. Hat uns diese Aktion was gebracht, ist die Frage. Die muss ich ja mal die Frage, muss ich ja überhaupt stellen, die Frage. Hier ist eine Tür, nee, hier geht's nicht weiter. Da auch nicht. Jetzt ernsthaft? Ich sehe nur mit den Gegnern mit drei Räumen, Raum mit drei Gegnern ohne Sinn und Zweck. Okay, ich gebe zu, das irritiert mich. Kann ich durch diese Tür denn da? Ist oben die Tür? Nee, ne? Das ist der nächste Raum, der gar nichts wert. Hier ist nicht mal irgendwie Munition, ne? Aber kein extra, keine neue Waffe oder so. Okay. Gut, hier ist Sektor 4. Wo ist Sektor 3? Ich vermute, da muss Sektor 3 da sein, wo wir hergekommen sind. Hier entsprechend dahinter. Natürlich da, wo war. Ach, bin ja hier lang gelaufen. Ach ja, gut, dann ist klar, was Sektor 3 nicht finden können. Die 30 Millionen hier. Ja, gucken, ob wir Sektor 3 auch dort räumen können. Oh. Ja. Krasser Mist. Keine Story. Lohnt sich.
Haben wir so zwei, könnten wir so zwei nehmen, aber wir nehmen mal einen. Da kann man den noch gebrauchen. Granaten. Naja, nutze ich nicht so häufig, bringt ja nicht so viel. Genau, ehrlich, wenn man ehrlich sein will. Man trifft damit ja nichts. So, speichern. Und hier für einen Typen. Der militärische Kult der Sonnentriade wurde zur Zeit des Heiligen Krieges im 23. Jahrhundert von der Legion begründet. Er hat große Ähnlichkeit mit heidnischen Religionen, besitzt aber auch viele religiös-philosophische Elemente aus den alten terranischen Religionen, die während des 3. und 4. Weltkriegs aus der Mode kamen. Das Symbol der Triade, oder Dreifaltigkeit, ist universal. In alten terranischen Religionen stand es beispielsweise für Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Weiterhin repräsentiert es das unzerreißbare Band zwischen dem Körper, dem Materiellen, der Seele, dem Inneren und dem Geist, dem Göttlichen. Der moderne Kult der Sonnentriade basiert auf der radikalen Doktrin des Heiligen Krieges, die auf vielfältige Weise aus dem terranischen Christentum und dem Islam, der humanistischen Philosophie der Renaissance, überaus brutalen Kastengesetzen, dem Mysterium des Todes und der Verehrung der Verstorbenen hervorgegangen ist. Aha, ja, machen die so Gedanken über Religion hier in dem Spiel. Interessant. Ja, einer haben wir schon erwischt, deswegen kann man den mal abspeichern, den einen Gegner. Oh, erwischt. Gibt wieder Blutflecken, yeah. Dankeschön, und der wird auch platt gemacht. Auch zermatscht wird er. Ja, ich mache so was für die Sauberkeit. Nehmen die ganzen Leichen, die müssen alle nicht hier wegtransportiert werden, sondern können alle platt in einzelnen Teilen. Ja. Okay, wieder so ein riesiger Raum. Hier gibt's doch Rüstung. Mann an. Hier gibt's noch so ein Ding. Brauche ich das nicht? Momentan brauche ich das gar nicht. Ich bin sehr gut bestückt, was das angeht. Reaktorblock 3. Okay, wo ist dann Reaktorblock 1? Wo ist Reaktorblock 1, ist die Frage. Wenn es nur 2 und 3 gibt. Ah, ich glaube, da geht's weiter. Na, das ist falsche Waffe. Scheiße. Ja. Du hast keine Chance gehabt. Sie wurde erwischt von diesem Fass. Warst du stark verletzt? Der ist tot. Ohne meine Mithilfe? Das ist ja seltsam. Was ist hier los? Wenn ich mir die ganzen Kills weg. Ich weiß es nicht. Ach, wieder so ein Gang, der immer noch cool aussieht, aber. Mittlerweile. Ja. Noch einer. Scheint die Menge von den Dingern zu geben. Alter, man ist da wohl konsequent gewesen im Spiel. Von wegen alles betreten können, was es so gibt. Aber fast alles. Ja, ist ja mehr Räume auf als geschlossen.
hat sich selbst gesprengt, der Held. Der Kontrolle hat auch nicht so wirklich uns realisiert. Manchmal sind die ziemlich doof. Tagebuch. Persönliches Tagebuch des Beobachters der Creed-Barriere. 21. Januar 2944. Selbst mit allen den Daten, die mir vorliegen, einschließlich des Archivs der Unterlagen der Konföderation, es ist immer noch schwer, die Creed-Anomalie wirklich zu verstehen. Obwohl wir die letzten 4 Jahre hier verbracht haben. Aus meinen Beobachtungen habe ich den Eindruck gewonnen, dass der Creed eine Art Kontrollzentrum besitzt, das für die plötzlichen Aktivitätsschwankungen verantwortlich ist. In jüngster Zeit haben wir das Auftreten von Phantomanomalien verzeichnet. Wir können sie weder analysieren noch Kontakt mit ihnen aufnehmen und sie reagieren auf keinerlei äußere Reize. Die Anzahl der Besatzungsmitglieder der Tokugawa, die mit dem als Pest- oder Zit-Virus bezeichneten aggressiven Virus infiziert sind, steigt weiter an. Ja, wie gesagt, mittlerweile ist ja fast keiner mehr übrig, der infiziert sein könnte. Bin ja sehr fleißig, was das angeht. So, da war auch einer, deswegen sind wir immer noch sehr gut dabei. Okay. Hier ist ein Regal. Okay. Wir mal wegräumen. Wir haben irgendwie eine Deckung gegeben hier. Der ist tot. Der trippt mich auch nicht. Ich hab mir aber erwischt. Okay. Da dahin. Okay, auch nix. Hier wieder eine blöde Tür. Geht aber zu. Die ist zu. Okay. Ja, so ist, dann ist die Tür zu. Hier ist ja, oh. Alter, hier 200 Rüstung. Wir sind sehr gut dabei. Na, rennt eigentlich immer noch. Haben Maxi sehr, sehr gut ausgerüstet. Momentan. Haben gut viel Munition, haben Grundfinden auch voll. Aber wir nehmen jetzt, gehen wir trotzdem hier rein. Die kommen hier eh gleich. War ja gar nicht so geplant, aber ist gar nicht so schlecht, die Waffe. Ich wollte eigentlich die haben, aber naja, so geht's jetzt auch. Naja, so geht's natürlich auch, die zu erledigen. Muss man mal sagen, das war cool. Reaktor 3, okay. So. Okay. Central Block. Irgendwann mit Central Block, ne? Das wäre manchmal besser, wenn einfach untertitelt wäre, dann wüsste man sofort, was gemeint ist. Das meine ich. Wenn untertitelt wäre, wäre es einfacher zu verstehen, ja? Man muss ja immer so ein bisschen. Ja, es gibt immer so Hinweise, in diesen Nachrichten gibt es auch Hinweise, klar. Die man dafür lesen sollte, unter anderem auch. Aber halt Kommunikationsnachrichten, die müssen wir eigentlich auch genau verfolgen, damit man genau weiß, was muss man jetzt tun, weil man ja keine Anzeige hat über Missionsziele oder so. Also es ist ein bisschen realistischer Ansatz, ja, Rasi. Von wegen, man kann nicht einfach hier in der realen Welt einfach nachgucken, was man hat an Zielen, sondern man muss da. Man hat vielleicht seine Missionsdokumente dabei, was man betrachtet. Oh. Naja, lohnt sich.
Komm her. So. Gut, dann sind wir auch dabei. Gut, jetzt wieder zurück. So. Haben viel Gesundheit, viel Rüstung. Alles perfekt. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder in den Zentralblock gehen. Komm, keine Ahnung, was gemeint ist. Da, wo das alles zusammenführte. Hier ist nichts mehr. Da kommen wir von, müssen wir da lang. Da kommen wir ja her. So. Okay. Haben wir wohl geschafft. Alle Rebellen sind jetzt so getötet worden. So versteht das. Die wurden besiegt, die Rebellen, weil wir das alle aufgehalten haben. Da bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwartet auf dem Schiff hier. Hier wäre auch noch einer gewesen, aber... Ah, weißt du was? Er schaut ja nicht. Er schaut ja nicht, ne? Also... Granaten, die brauche ich nicht. Damit kann ich auch nichts wegwerfen. Ich gewinne damit ja nichts, wenn ich einen wegwerfe. Deswegen ist das auch egal. Wo muss ich jetzt wieder hin? Da. Ich schneller voran und willkommen her. Haben wir da eigentlich? Da ist auch eine Ampulle. Das kriegt ihr nicht mal. Also. Geht doch. Geht doch. Ich habe noch keine Waffe. Ich habe keine Munition für die Rohflinte. Das irritiert mich. Muss ich sagen. Also, für die Flammenwerfer natürlich. Da, die Waffe meinte ich. Haben die denn gemacht? Ein Schrein? Was ist das? Sieht ein bisschen so aus. Central Energy Block. No, hier ist auch, hier ist also keiner. Dann müssen wir da wohl hin. Na gut, gehen wir mal da jetzt hin. Hier muss man das da hin müssen, weil hier ist auch keiner. So, nochmal abspeichern. Weil wer weiß, was passiert. Da. Okay. Ah ja. We've been told about you. The Confederation is indebted to you. What do you mean indebted? Doesn't hell make all of us equal? Hell could be a comfortable place too. Well then, you should be welcome in Berg. Berg? That's what the Legion calls its citadels. That's it. We've intercepted a message that made the whole difference. It came from one of the nearby worlds. Hard to believe, but it's being colonized by Legionnaires, new participants of the Legion's secret missions to Creed, together with their protein. We got in touch with them and found out Berg's location. But the expedition was postponed because of the rebellion and the epidemic. Now, there are no more obstacles. Very soon, we'll be there with normal flying people. Volltreffer! Alle tot! Jetzt ernsthaft! Na, bis auf wir natürlich! Das hier steckt aus für uns. Oh je. Juni 2044, Creed, Tiglavi, Raumkreuzer, Gefängnisblock.
this, even your ugly face. Just wait to see what the Diglery do. They gonna use us as ground meat. Well, let's see, Corsairs are not leaving me here to die. They are not leaving me, I'm telling you. Quit winning. It's gonna get fucked. Hey, there are people in here. You poor things. Get out of here. Run to our ship. Ja, jetzt lass die laufen da rein, befreien uns. Der eine steht aber wieder auf und macht die anderen alle platt. Und wir sind der Einzige, der überlebt. Also irgendwie... ja, ist ja echt klar, super. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei den Diglery, so heißen die. Auf so einem Kreuzer von denen. Das ist wieder ein großes Schiff für uns. Zum Verirren. Aber auf jeden Fall, was dann mit diesem Level auf der Tokugawa? Die wurde jetzt zerstört. Erinnert mich irgendwie an das erste Schiff, ja, die Aspero. Da haben wir auch mal den Reaktor deaktiviert, um alle daran zu hindern, dass da dass das explodiert und dahinter muss er doch flüchten, ne? Weil explodiert. Ist hier quasi, ist genauso. Wir haben den Reaktor abgeschaltet und jetzt wurde es zerstört. Na super. Guck mal, mit dem Schiff hier passiert. Wahrscheinlich stürzt es auch entweder wird auch vernichtet oder stürzt ab irgendwo. Es gibt ja einen Planeten, wo wir hinwollen, also vielleicht stürzt dann da ab am Ende. Auf jeden Fall, ja, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wie lange ging die? Was für eine Stunde, ey. Ist richtig lang, diese Mission, ne? Weil man auch so viel laufen kann. Auf jeden Fall, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Trotzdem, denkt an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke, falls ihr mal neue Videos auf dem Laufenden bleiben wollt. Und ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.